Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von MudRunner. Heute auf der Map Zoom zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, es ist die erste Map, also sie sollte theoretisch nicht so kompliziert sein wie die letzten. Hoffentlich bleibt Pascal nie so oft stecken, ich vermute aber schon. ja, an sich grundsätzlich so, wir haben hier eine Werkstatt, wir haben drei Fahrzeuge, weil wir sehr, sehr viele Gleichgewichtspunkte haben im Vergleich zu den anderen. Ja, weil es ja die erste Map ist. Ja. Ah, die hat man ja ausgelassen, deswegen machen wir sie jetzt einfach mal. Ja, da war einfach nicht so doll, wie ich fand, und deshalb haben wir die einfach ausgelassen. Ja. Es ist auf jeden Fall sumpfig. Wir haben einen relativ großen Teil freigeschaltet. Muss ich sagen. Das auch, ja. Wir haben vier Beobachtungspunkte hier. Wir haben da eine Werkstatt. Wir haben da eine Holzstation. Wo sind die Sägewerke? Unten rechts ist ein Sägewerk. Wir haben auch nur ein Sägewerk. Ja. Das heißt, wir haben ein einziges Sägewerk. Links ist noch eine Tankstelle. Achso, ein Discord lädt bei mir ab und zu wieder neu. Ich weiß bis heute nicht warum. Ich weiß nicht, ob Pascal jetzt gelegentlich Stotter bei mir hat. Ja, du warst gerade bei mir weg. Ja, okay. Also, ich bin gelegentlich bei Pascal weg. Beziehungsweise er bei mir. Ja. Bei Tobi OBS, sondern Discord Probleme hat irgendwie ab und zu mal. Ja, ich würde einfach sagen, wir fahren YOLO hier rechts hoch. Ich nehme Werkstatt-Trailer mit. Und let's go, ne? Also. Ich würde sagen, fährst du zu den Beobachtungspunkten? Ja, also ich würde da, zumindest bei den Rechten würde ich gleich mitfahren. Bei der Werkstatt muss ich mal gucken. Und dann, ansonsten würde ich mir unten ja ein kleineres Fahrzeug nehmen und dann hier nach rechts ab, wir müssen ja mit Himmelsrichtungen ab, sonst wird es kurze. Nach Westen fahren und die beiden Fahrzeuge freischalten. Ich weiß nicht, ob man das machen würdest muss. Du zuerst hinfahren? Am rechten Map-Rand lang, also an der Ostseite. Mit Nord-Süd-Ost-West. An der Ostseite würde ich die beiden Beobachtungspunkte nehmen. Bei der Tankstelle bis zu der Werkstatt fahren. Genau. Ja. Die Werkstatt würde ich freischalten. Würde ich einen Trailer mitnehmen. Und dann fahre ich entweder zum anderen Beobachtungspunkt, aber ich meine, da fährst du ja du in die Richtung. Also daher. Also du fährst dann nach Westen zu dem Beobachtungspunkt und dann zu den zwei Fahrzeugen, die am Westen, also im Nordwesten. Da kann ich dann auch noch hinfahren, ja. Ansonsten würde ich mir halt hier in der Werkstatt noch ein kleineres Fahrzeug nehmen und dann nochmal nach Westen hier die beiden anderen kleinen Fahrzeuge freischalten. Okay, das heißt, du biegst jetzt als erstes nach Osten ab, dann würde ich nach Westen abbiegen, würde den Beobachtungspunkt, der sich jetzt nördlich, direkt nördlich von uns befindet, den du dann ja nicht erreichst, irgendwie nehmen und dann holen und zum Sägewerk schon mal bringen, das erste Holz. Ja, okay. Sollte man dann alle Beobachtungspunkte schon mal freigeschaltet. Ersatzrad mit Montieren und Kranspitze. Nö. Wo haben wir es denn hier? Sattelkupplung und Werkstatt. Sattelauflieger. Ich habe mir auch meine Route gemacht. Und let's go! Also ich weiß, ich habe mich hier sehr schwer getan. Beim ersten Mal, als wir hier MudRunner gestartet haben. Ja, das. Ja, natürlich, aber als wir das erste Mal reingeschaut haben, haben wir natürlich dieses Map hier gemacht und Tool fand die Karte. Okay, das ist echt nervig mit dem Inselgang. Stockerst. Nicht Stotterst, sondern Stockerst. Stocker bei dir? Okay, du stockerst bei mir nicht, du brichst bei mir noch mit zum Ab. Ne, das meine ich ja mit Stockern. Ach so. Aber dann sind wir halt eben, dann weiß ich, ja, gibt dem Spiel noch eine Chance, sind wir auf die Map Insel gegangen, aber die werden wir noch nicht im Let's Play zeigen, wahrscheinlich, weil die haben wir dann nämlich tatsächlich komplett durchgespielt, also die kennen wir dann schon, da wissen wir schon, wie wir vorangehen müssen. Du bist da auch ein paar Mal auf witzige Art und Weise gekentert. Ja, wobei Insel, das können wir eigentlich immer machen, es ist halt. Oder wir zeigen sie vielleicht doch nochmal am Ende. Ganz dann, schön, ja. Wir können sie am Ende mit als letzte Map zeigen, einfach. Wenn wir da nicht mehr so viel Ahnung haben, wenn es auch schon eine Weile her ist, dass wir auf der dann gespielt haben. Ja, eben. Ihr müsst ja wissen, vor allem zwischen den Aufnahmen liegen ja meistens, wenn wir das nicht einzeln aufnehmen, liegen ja meistens 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wie viele Folgen wir brauchen. Ja. Na, die erste Map, die hatten wir ja am Stück aufgenommen, jetzt die zweite Map, die hatten wir, glaube ich, in 3 Touren aufgenommen. Dann hatten wir die erste Folge und die zweite Folge getrennt voneinander aufgenommen, die dritte, vierte dann zusammen, aber gut. Ja, aber trotzdem haben wir auf jeden Fall noch ein paar Wochen Pause dazwischen.
Weil wir haben ja noch ein paar Maps, ne? Da haben wir noch ein paar. Richtig. Oh, hier geht's in den Wald rein. Vor allem, weil wir ja damals auch das ganze Jahr als es bei Epic im für gratis war das Spiel ins Gold haben und dazu gab es ja noch irgendwie so drei DLC-Dinger, noch ein paar mehr Fahrzeuge haben und noch, glaube ich, drei Maps mehr haben. Ja, irgendwie so. Oldtimer-DLC auf jeden Fall, dass es da halt irgendwie so ein paar Trecker gibt oder so. Ja. Ich glaube noch irgendein Mountain-DLC war auch mit irgendwie da. Ja, ja also stimmt, noch also ja, aber das war eine Map. Ne? Also da es gibt auch auf jeden Fall noch eine Map. Deswegen haben wir da noch ein bisschen extra DLCs. Content, als das Standardspiel an sich nur bietet. Jo. Dann kann der Stelle natürlich noch für an Epic, dass die sowas natürlich möglich machen mit ihren Gratis-Aktionen da. Auch wenn es noch sponsert ist, das Projekt. Ja. Wie gesagt, falls jemand Interesse an einer Sponsorschaft hat, gerne. Ich habe auch schon Ideen, wie man Werbung einblenden könnte in Videos und sowas. Hab ich jetzt nicht schon mal Gedanken drüber gemacht. Ja nicht mal, oh, penetrant wie man das in unser, wie man das in unser Design auch einprägen könnte. Werbezug, du musst ja kenntlich machen, dass es sich um Werbung handelt. Nehmen zum Beispiel, dem Werbung so, einblendest. Ja, und sowas, wie man das zum Beispiel auch machen könnte. Da habe ich auch schon drüber Gedanken gemacht. Ich habe meine Route verloren. Wo ist meine Route? Nee. Hä? Geradeaus weiter. Ich blöd. Ja, bin ich. Hier ist doch vor mir geradeaus die rote Linie noch. Okay, ich bin einfach nur blöd. Also eine Holzbrücke. Warum hast du sie jetzt verloren genau? Ja, weil ich die rote Linie nicht mehr gesehen habe. Da war die direkt vor mir. Weil ich geradeaus weiterfahren musste. Sehr gut. Weil ich dachte, ich hätte irgendwo abbiegen müssen. Musste ich aber gar nicht. Aber meinst du, Tobi, schaffen wir diese Map mit einem Speedrun, mit nur einem Sägewerk? Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn wir wirklich Speedrun wollen, dann würde ich mir wahrscheinlich bei der Werkstatt jetzt einen Holztrailer aufbauen müssen und dann gleich zum Sägewerk weiter, ha? Dass wir das wie die Fahrzeuge lassen. Ja. Und dann über den Punkt da, über den Beobachtungspunkt, der da oben ist, wenn du vorbeikommst, dass du über den dann auch zur Holzstation fährst, zu der ich jetzt gerade fahre. Naja. Und dann noch da Holz auflädst, das letzte. Ja, genau. Vielleicht schaffen wir es ja innerhalb von ein oder zwei Folgen, die Map hinzubekommen. Ist ja auch die erste. Ja. Die ist matschig, aber es geht. Also, was ich da für Schwierigkeiten hatte zum Teil, ich bin ja ohne Anhänger da lang gefahren, ja. Naja. Aber das Spiel war ja auch komplett doll für dich, du hast ja noch gar keine Ahnung vom Spiel gehabt. Ne, für dich das Gleiche. Na, wo bist ja, du? Du hast ja die Challenges schon gemacht. Ich hab die Challenges schon mal ein paar gespielt davon. Und wir hatten nur ein Let's Play davon ja auch schon mal. Ich habe nur Tutorial gemacht. Mehr habe ich ja nicht gemacht, nicht. Oh wow, ich habe mich gerade eingegraben. Einfach plötzlich random stehen geblieben und eingegraben. Oh, Schaufel rausgeholt und eingegraben, ja. Ich ziehe mir auch extrem tiefe Schlieren hinter mir, deswegen kann ich gerade extrem schwer gefahren irgendwie. Ich fahre einfach mal direkt in den Sumpf rein, ne? Der sollte ja nicht so tief sein. Ja, nicht diese Gefahren dabei eingesunken, ne? Nicht mal durch so einen schlammigen Weg oder sowas. Sondern auf einer Wiese bin ich ja eingesunken. Warum fährst du auf einer Wiese? Ja, na, weil der Weg zu Ende war, ich über die Wiese fahren musste, um auf den nächsten Weg zu kommen, weil der plötzlich unterbrochen war, der Weg. So, jetzt geht ihr durchs Wasser. Super. Ihr wisst ja aus den letzten Folgen, ich liebe Wasser. Vor allem an der Furt, ne? Rofft. Oder wie es Tobi nennt, rofft, ne? So hieß ja auch die. Das Bettfinale auf der Furt, oder doch rofft? Ihr seht schon, bei Matron haben wir nicht die seriösesten Titel. Im Gegensatz zu Trainsable 2 zum Beispiel. Ja, Trainsable 2 und die seriösesten gibt bestimmt auch nicht in. Bei mir wächst Matsch aus dem Boden und zwar schon einen Meter vor mir. Seht ihr das? Da wächst Matsch aus dem Boden? Das will ich im Schnitt sehen. So in den Rillen vor mir? Aber ich habe ja keinen Baum, den ich mich rausziehen kann. Bäh. Ja, okay, jetzt gerade nicht mehr. Aber gerade war es auf jeden Fall ziemlich witzig. Ey, der ist ja sogar am Wegesrand hier einfach, der. Der Punkt hier, ey. Sowas.
So, Oh, Tobi hat schauen einen wir mal. Beobachtungspunkt erreicht. Ja, pass auf, dann fahre ich einfach die Schleife lang. Und dann da weiter zur Werkstatt. Oh, also ganz, ganz tolles Areal hier entdeckt. Da ist ja extrem viel los. Ja, das ist so In diesem ein Areal. Weg mit Ich glaube, einer. nur die oberen beiden Beobachtungspunkte sind. Den ich jetzt auch noch aufdecken will, ja, der ist ja auch komplett irrelevant. Nenn Aber ihn es nicht geht ja ganz, er ist nur. nicht ganz irrelevant, aber du brauchst ihn halt für erfolgreich Hey, abschließen. ich weiß. Für das Achievement sofort und so für die Punkte brauchst du das halt eben, klar. Aber es bringt ja im Spiel halt dir nichts, den zu entdecken. Ja, das stimmt. Nach rechts sind Steine. Fahre ich jetzt mal links drüber? Ja. Fahre ich mal links rüber hier. Kämpfe mich da durch den Matsch. Immerhin werden die Reifen ein bisschen gespült und machen sich nicht ganz voll. Och ne, jetzt hängt da so ein Baum dazwischen. Oh, ist das alles dreckig. Das hier ist jetzt Weg auf der Karte eingezeichnet. Das ist ein einziger See, durch den ich durchfahren muss hier. Aber okay, wenn das Spiel sagt, es ist ein Weg. Okay, da vorne beginnt ja auch ein Weg, aber das sieht jetzt. Es Man muss aber durch den See fahren, um auf den Weg zu kommen. Auch nett. ist es so sumpfig See oder ist es wirklich See? See. Es ist ein See. Und das nicht so überall hohes Gras und Schilf Nein, und es ist einfach ein See. Lull. Und dann geht einfach so ein Weg Und ich rein. stecke ja Und dann steht da gerade ein Baum fest mitten und im hab Weg. keinen Baum mehr, der mich effektiv rausziehen kann. Saved. Junge, ich werde gerade fast umgekippt. Ich Das werde habe gerade ich ja fast auf umgekippt. der Oh, Dingens schöne bekommen. Auf der Insel bin ich ja einmal Holzbrücke. umgekippt. Weißt du noch, Tobi, als ich Wunderschön. da Nee, weiß ich nicht mehr. auf der Insel da umgekippt bin, du mich dann ziehen musstest da? Ich musste dich so oft ziehen, ich erinnere mich nicht an jedes Mal. Das erste Mal, wo du mich gezogen hast. Da bin ich irgendwo gekentert und einfach umgekippt. Weil es zu stark bergab war und ich zu krasse Schieflage hatte. Einfach mal ein Stück in Perspektive, ne? Ja, an sich bin ich ja auch ein Freund von Innenperspektive, aber in dem Spiel fahre ich nur in der Außenperspektive, weil ich in der Innenperspektive einfach nicht zurechtkomme mit diesen Fahrzeugen. Und mit diesem Terrain auch und dazu fahren. Da komme ich in der Außenperspektive ja gerade schon klar. Ich fahre gerade durch einen Wald und hier ist einfach der gesamte Weg, also der ist locker 5 Meter breit oder so, der ist einfach komplett zerwühlt und überall irgendwelche Matschlöcher drin. Ich fahre irgendwie am Rand von dem Weg. Ich glaube, deswegen ist er auch so breit Ah, zerwühlt, weil einfach jeder am es taucht Rand schon wieder fährt. Matsch auf vor mir. Warum spawnt man hier bei Matsch? Blub, blub, blub. Will ich da wirklich so reinfahren? Wieder keinen Baum vor mir. Warum nur, wenn ich feststecke, habe ich keinen Baum vor mir. Ich muss ihn doch rauskämpfen irgendwie. Hast Super. du vielleicht einen Baum hinter dir? Geht ja auch. Ich will aber geradeaus kommen, nach vorne kommen. Weil es ist ja nicht, dass ich komplett feststecke, sondern einfach nur, dass ich kaum vorankomme und mich gerne ein bisschen voranziehen würde. So, wie Ich ist denn will mal dein sonst. so wie so wie ist denn so dein Beitrag bisher so zum Ich Vorankommen? park gerade, weil ich kurz einen Löffel von meinem Müsli nehmen möchte, weil ich vorhin ein Müsli gemacht habe. Ich möchte, dass es komplett durchweicht. Kenne ich aber irgendwoher. Man muss halt Prioritäten setzen. Jeden Morgen, wenn ich irgendwie gerade noch am Tee kochen bin, weich mein Müsli schon mal ein. Ich meine, manchmal finde ich das gar nicht so schlecht, aber ja, kommt das Ich Müsli an, was hasse ich habe. durchweichtes Müsli. Nee, es soll nicht so richtig durchweicht sein. Weißt du was? Das Ekligste ist eigentlich so, wenn du irgendwie Müsli so, wenn man das als kleineres Kind oder so das Müsli nicht aufgegessen hat, das dann im Kühlschrank landet und das Meine dann Schwester. so, nee. Meine Schwester ist kein kleines Kind mehr, aber die isst die Müsli teilweise trotzdem nicht auf und dann steht es im Schrank und das sind, irgendwann nach so einer Woche hast du einfach nur so eine homogene Paste da im Schrank stehen, die langsam anfängt zu stinken. Ne? Wie viel brauche ich? Wie viel Holz muss ich mitnehmen? Mei, also ein mal Kurzholz. Geht klar. Ich habe Ich keinen bringe. einzigen Schaden bekommen, ja.
Weil ich bringe wieder meine 6 Holz mit meinem Standardgespann. Also Auflieger und Du musst mal überlegen, wer, bei uns war es ja schon Nacht, als wir hier angefangen haben, ja. ja. Das war mit der Nacht angefangen auf dieser Map. Haben wir in der Nacht angefangen oder haben wir wirklich noch am Tag angefangen? Und es war dann einfach irgendwann Nacht, weil wir zu lange gebraucht haben. Ja, keine Ahnung. Und wie Tasten kommen, das einrichten. Oh, hier ist ein Weg, der ist nicht matschig, auf dem ich gerade bin. Der ist sehr cool. Oh, ja, aber da ist der Darf ich gleich in den Beobachtungspunkt. Wald fahren? Ja, hier ist kein Matsch. Das ist eine feste Wiese und ein Hey fester Sonne! Weg, mit dem ich fahre. Oh, nee, bah, jetzt wird die Wiese matschig, bah. Bin ja auch, na gut, ich fahre ja auch direkt neben dem See vorbei, also. Und ich sehe den Beobachtungspunkt, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, ich habe schon zwei gesehen. Der ist hier mitten auf einem Feld, ist der Beobachtungspunkt. Jo, und die biege jetzt rechts ab in die Pampa. Na, ich hol's auch gleich mein Holz, wenn ich den hier habe. Okay, die Bäume stehen echt dicht. Komme ich da durch? Komme ich da durch? Ja, bestimmt. Und jetzt nicht feststecken hier. Du, ich habe hier. Es ist ein offenes Feld. Ich habe hier keinen Baum zum Rausziehen. Oh nee, du. Das kann nicht wahr sein. Ich dachte für einen kurzen Moment, du redest mit mir, dass ich nicht feststecken soll. Dann kam der Satz, Ja. hier ins Feld. Nee, warte, macht keinen Sinn. Tobi, ich komme nicht vor. Ich komme nicht vorwärts und nicht rückwärts. Ja, ich war gerade durchs Wasser. Also, wenn ich komplett So. eingegraben habe und komplett handlungsunfähig bin, sage ich dir Bescheid. Also, wenn ich meine Ja, Geschwindigkeit, ich mit der ich fahre gerade rechts rückwärts ran. fahre, schätzen sollte, würde ich sagen 0,1 km/h. Cool. Wir können nicht schon wieder ein Thumbnail mit deinem Drama machen. Ja, ich bin halt der Star. Ich bin halt die Drama Queen des Projekts. Ich weiß jetzt nicht so recht, ob der Sumpf hier nicht zu tief ist. Aber es sieht Ja, erstmal doch, gar ich nicht so bin jetzt schlecht rückwärts raus. Immerhin. Aber mich hier locker. Also ich habe mich hier ein paar Dezimeter schon eingegraben. aus. Jetzt habe ich hier wieder Winde aktiviert. Ich muss diese Belegung wegmachen. Das nervt mich so hart. Also deine Tastenkombi, bis du da mal drückst und automatische Winde hast. Ja. Lenkrad. Bitte. Nee, nicht alles. Ja, während Tobi da das macht, könnt ihr mir Darauf. ja hier zuschauen, wie ich meinen Beobachtungspunkt freischalte. Oh, Pascal, was erreicht? Ja. Ich muss kurz Licht bei mir anmachen, sonst sehe ich meine Tasten auf der Tastatur nicht mehr. Ah, das war So, jetzt jetzt. Licht. Ach, du hast den Beobachtungspunkt auch mir noch gar nicht freischaltet. Ich dachte, wir hätten ihn schon. Ich Ah, bin grün cool. auf dem Weg. Ich habe oben rechts, Cool, habe ich Tobi. Licht. Da, wo ich hier freischaltet habe, befindet sich nicht mal ein Weg. Das ist der Areal, was ich freischalte, da ist kein Weg. Das ist einfach nur dieses Feld, was ich freischalte, mit dem See in der Mitte. Cool. Das heißt, ich fahre jetzt hier einfach über das Feld hier so lang und dann hier hoch zur Holzstation. Chillig, Boah, es chillig. ist cool, einfach so durch die Wildnis zu fahren, ey. Einfach durch die Pampa, am Weg vorbei. Ich habe ja nicht mal einen Richtig Weg, Gangster. wo ich bin. Du kannst auf die Karte gucken, wo ich bin. Ja, läuft. Von Wegen kannst du hier nicht reden. Schön sumpfig. Ah, wo fahren wir denn da am besten lang? Also ich würde nicht empfehlen, da lang zu fahren. Das heißt, wir nehmen. Ja. Kommt man da durch den Wald durch? Also Ich glaube nicht. Also der sieht ich sehr dicht aus. Ich bestimmt, fahre auch aber. weiter rum. Ich komme da bestimmt Alles durch. markiert, dass ich um den Wald Aber herumfahre. pass auf, ich fahre hier links herum. Dann hier auf der Straße. Hier den Hang runter. Auf den Weg. Nee, nee, nee. Kann ich mal Punkte setzen.
dieser Moment, wenn du plötzlich nicht mehr vorankommst, sondern du siehst, wie dein Truck gerade nach unten einfach nur, gerade einfach nach unten im Boden verschwindet. Hatte ich jetzt bisher nicht so oft. Ich schon ein paar Mal. Und plötzlich so einfach nur so, plötzlich so siehst, du fährst und fährst aber dabei runter. Einfach. Und heißt es Oh, und ich zurücksetzen krieg und einfach null Schaden Lüksenfurchen hier. machen. Ist ja langweilig, nicht mal Schaden kriegst du. Pö. Ich habe auch keinen Schaden. Nur schlammige Reifen. Voll, ich hab, meine Reifen sind nicht mal mehr schlammig hier. Ich habe so guten Boden hier. Ja, mein Boden ist eher beschissen. Es ist zwar eine Wiese, aber trotzdem hast du immer wieder in dieser Wiese so schl also du musst dich schon ein bisschen durch die Wiese durchgraben, um hier voranzukommen. Und hast du teilweise diese Stellen, wo in der Wiese einfach plötzlich nach unten einsinkst. Wie so treibsandmäßig. Voll die Treibsandfalle hier im Mud Runner. Und Sumpf ist ja auch ganz gefährlich. Also wenn du im Sumpf mal einbrichst, also Ah, da komme ich hier rauskommst, viel durch? Spaß. Würde halt schon Weg sparen, ne? Das war ordentlich Weg sparen. Hat schon wieder. Da Ich komme ich grab mich durch. gerade wieder. Ich grab mich gerade wieder Horizont, nicht Horizont, vertikal einfach den Boden ein. So, Rückwärtsgang, aber ich komme nicht Ey, voran. ich habe mir Cool. das jetzt endlich mal gemerkt, was horizontal und was vertikal ist, ne? Ich hab, Ja, konnte mir horizontal ist jahrelang, Horizont, konnte ich mir vertikal das ist mal, andere. konnte ich mir das nicht merken, ja? Horizont, das, der horizontal, das Horizont drin. Horizont ist waagerecht. Das konnte ich mir jetzt, konnte ich mir jahrelang nicht merken, ja? Komm nicht vor, Tobi, steck hier fest. Mann, ich mag Du das mal so eine nicht. aufnahmetechnische Sache. Wollen wir die zwei teilen oder wollen wir es in einer machen? Weil wir sind jetzt bei knapp 23 Minuten. Und wenn, dann müssten wir halt jetzt mal teilen, weil andernfalls wird es sinnlos. Nö, dann teilen wir jetzt. Machen wir mit Cliffhanger. Komm ich noch mal hier raus? Bleib immer feststecken. Wird Ich mein bin. Truck abgetrieben werden und im Wasser versinken, auch wenn hier kein Wasser ist. Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge. Total sinnvoller Cliffhanger. Ja, und ich mache hier noch ein schönes Thumbnail mitten im Wald. Na dann, tschüss, ne? Schönen Tag noch. Tschüss.